Ich bezweifle, dass das mal wieder ein bisschen dauern wird. Mal gucken, wie lange ich das hier durchziehen werde. Ich versuche es jetzt noch einmal, und wenn nicht, dann werde ich cutten. Werde ich cutten, bis ich es dann habe. Ja, genau. So, jetzt in die Mitte hin. Oh. Was jetzt? Ach, da hinten. Hilf, ist das übel. Oh mein Gott. Nee. Ich würde sagen, ich schneide ihn jetzt den finalen Versuch rein. Meine Güte. Oh, in der letzten Sekunde. Es hat immer nur ein Tor gefehlt. Puh, Hilfe, ey. Boah. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Alter Schwede. Okay, das Licht gefällt mir hier so gar nicht. Ich glaube, diese Kamera, die werde ich erstmal ausmachen. Ich hoffe, dass das geht. Ja, aber hier ist kein Eis. Ja, das Eis hätte ich vielleicht gesagt, dann ginge das. Aber so weiß ich nicht, ob das geht. Nur irgendwie gefällt mir diese Kamera nicht da. Ja, war irgendwie klar. Okay, also wenn ich in diesem Bereich bin, irgendwie dann tut sich da nichts. Aha, okay. Muss ich irgendwie eine Methode finden? Ich denke mal nicht, dass es irgendwie eine Fähigkeit gibt, unsichtbar zu werden, oder was hast du zu sagen? Frieren Sie nie mehr dank Heizungsinstallateur Adam Ferguson. Alles klar. Was immer mir das sagen soll. Aber dann bin ich überfragt. Da bin ich erstmal überfragt, wo es hier weitergeht. Na gut, wir hatten ja noch einen ganz anderen Weg, würde ich so sagen. Nur da jetzt erstmal wieder hinzugehen, ist ein bisschen nervig. Ansonsten, die Ideen sind ja in diesem Tower ziemlich cool. Die besten des Spiels bisher, würde ich sagen, aber naja, wie soll ich es Ihnen sonst sagen? Sonst, naja, ziemlich nervig hier immer wieder. Jetzt bin ich gut, finde ich gut, dass ich die Eisdinger habe, weil damit sollte ich die Dinger zumindest einfach killen können.
Ah ja, ich sehe es, wie gut ich die Dinger killen kann. Nämlich gar nicht. Ich da oben schon. Drecksdinger. Und dann gibt er mir noch nicht mal ein Leben hier. Nicht mal Energie. So, hier war ja noch einer, ne? Ja. Oh, meine Güte. Ist euch zum Kotzen hier. So kann ich auch nichts gewinnen. Na doch, hier ist noch einer, okay. Na ja, gut. Weil diese Ketten da ja auch krass aussehen. Okay, hier ist nochmal eine einzelne Feder, alles klar. Okay, ich bräuchte da die schwere. Schwarzen, den schwarzen, hoppala. Den schwarzen Joker, aber den habe ich ja leider nicht. So, dann sind wir jetzt mal wieder im Zentralraum. Ich meine, wir konnten hier rechts auch noch was machen, irgendwas. Ganz schönes Labyrinth hier. Naja, genau hier. Aber das sieht mir natürlich auch gefährlich aus. Ja, ich werde, wenn ich mich... Ja, war mir klar, wenn ich mich hier bewege, dann... na gut, wenn man vielleicht ganz schnell ist, dann kommt man da vielleicht durch. Aber das warte ich erstmal noch mit. Was ist das? Was ist das für ein Raum da? Ui, was ist das? Ich gehe dann doch erstmal zurück. Mal gespannt, ob wir das schaffen, da durchzurollen mit Hyperspeed. Das sieht mir echt gefährlich aus. Puh, das klappt tatsächlich sogar. Ich hätte nicht gedacht, aber das ist ganz schön knapp und gefährlich. Ach, du bist hier, okay. Was ist, geht hier ab? Ach so, hier sind die Münzen. Layli, das ist eine Falle. Wir sollten weise wählen. Ach, ist jetzt nur eine irgendwie richtig, oder was? Da warte ich jetzt erstmal noch mit. Krieg ich erstmal mit dir. Freunde, ihr wollt Rextors nächstes Arcade-Spiel ausprobieren? Moment, ich dachte, dein Arbeitsplatz ist in dieser anderen Welt. Geld knapp in Rextor-Haushalt. Das hier, zweiter Job, Spätschicht. Tut mir leid, das zu hören, Rextro. Wusste gar nicht, dass ihr alten Spielfiguren multitaskingfähig seid. Wollt ihr nächsten Arcade-Spiel ausprobieren? Habt ihr Spielmünze dabei? Wir haben die Spielmünze noch nicht gefunden, Rextro. Wir kommen wieder, sobald wir sie haben. Ja, jetzt nur die Frage, welche die richtige ist. Ach so. Ich frage mich, ob ich hier irgendwo einen Hinweis bekomme. Das habe ich schon gesehen. Ach so, das ist der Automat. Okay, interessant. Wir sollten weise wählen. Ah, gut, interessant. Weise wählen. Gibt's irgendeinen Hinweis, den ich hier sehe? Ja, doch, ich sehe den Hinweis. Ich sehe den, oder sehe ich den Unterschied? Mal kurz überlegen. Ich glaube ja. Mir fällt nämlich auf, dass diese Münze. Tut sie das? Das kam jetzt gerade so vor, als würden die sich in unterschiedliche Richtungen bewegen. Aber ich glaube, ich habe mich da verguckt. Ich bin echt gerade irritiert.
Bewegen die sich alle in unterschiedliche Richtungen? Ich weiß es nicht. Ich wollte jetzt nicht zurück. Ich weiß nicht. Soll ich das machen? Ha. Aber wenn ich die so mal in diesen Dreierreihen sehe, dass die in der Mitte, die dreht sich irgendwie viel anders. Ich nehme die hier. Und ist die richtige, okay. Weil die sah so irgendwie anders aus, irgendwie. Ich weiß nicht, was passiert ist, wenn ich die andere gemacht hätte, aber gut. Ja gut, dann wollen wir uns jetzt nochmal zum Abschluss des Parts nochmal dieses Spielchen ansehen. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob ich mit ihm hätte reden sollen oder direkt jetzt zum Automaten. Nee, ich glaube, ich muss erst mit ihm reden, na gut. Ja gut, gucken wir uns jetzt auch schon noch das Spielchen an und dann würde ich sagen, war es das für den Part heute. Oh, gut. Geh zu Spielautomaten, drücke A. Wenn du das Spiel schaffst, gibt Rextro Spezialgewinn. Alles klar. Finde ich interessant, wie das hier auch gemacht wurde. Wollen Freunde spaßiges Automatenspiel spielen? Oh ja. Das wird bestimmt wieder so Spaß wie beim letzten Mal. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich freue mich ja jetzt schon drauf. Okay, Galaktiatos. Okay, B Spring, Drehangriff, B Y Sprungangriff. Wenn Spieler Federn und Firmi Kämpfe mögen, ist das perfekte Arena-Prügler. 2 Minuten, schnapp dir Federn, schnapp dir Power-Ups, schlag auf Dinge ein, hol dir den Highscore. Das klingt ja der Wahnsinn. Okay, Drehangriff. Okay, B und Y, okay. Ja, das klingt ja mal krass. Hoppala. Ist ja auch nur Yo-Kai Watch etwas anders, würde ich sagen. Okay, das sieht ja mal Wahnsinn aus. Boah, ist das mal wieder eine schöne Steuerung, muss ich im Übrigen sagen. Das ist ein Item, das nehme ich mir natürlich. Und Verwundbarkeit. Ja, das zum Thema Unverwundbarkeit. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich von der Plattform runterfalle. Sollte ich natürlich nicht darauf aufpassen, auf jeden Fall. Tempo Boost. Ist das ein Megaspiel? Boah, ich bin absolut geflasht. Ah ja, okay. Dann werde ich zurückgesetzt. Wow, und verliere ein bisschen was. Wow. Ich weiß nicht, wie viel Leben ich hier für habe. Aber naja, sind es noch 12 Sekunden. Die werde ich mal jetzt noch schnell aushalten. Nochmal Unverwundbarkeit zum Abschluss. So, die 2 nehme ich mir noch mit. Okay. Das bekommt man irgendwie schlecht dargestellt, dass das Power-Up irgendwie wieder weg ist. Naja. Super, Spiel ist gewonnen. Hatten Freunde Spaß? War schon okay. Wir müssen aber keine Bewertung mit 5 Sternen verfassen, oder? Oh nein, Rextro hat wichtige Tester schon vor langer Zeit bestochen. Versucht Spiel gerne nochmal, wenn Freunde Highscore schlagen, gibt Rextro noch einen Preis. Möchten Freunde wieder spielen? Nein. Lass mal stecken. Einmal reicht. Gut, ich würde sagen, im nächsten Part gucken wir uns dann weiter hier in diesem Turm an. Und ja, bedanke ich euch wieder fürs Zusehen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part von Yo-Kai Laylee.
Bis dann. Und tschüss. Eieiei, das sieht ja krass aus da. Eieiei. Das sieht ja mal krass aus. Ich denke, oh. Hier wird noch ein Spaß auf mich warten. Aber gut, so viel dann später. Jo, bis dann und tschüss. Euer Jake.